Genau, letzter Sonntag in unserer Themenreihe, bis die ganze Welt es weiß. Heute mit der Überschrift Send, also im Englischen mit T, was bedeutet gesandt, Beauftragung. Wir sind gesandt, wir sind beauftragt. Damit dürfen wir uns heute auseinandersetzen. Schon auf den schönen Folien, die Shenya gestaltet hat, ist es drauf. Also, wir sind beauftragt. Wir sind Gesandte. Ich habe hier so einen schönen Pfeil, der das darstellen soll. Den versuche ich jetzt mal hier hinzuhängen. So. Gesandt, beauftragt. Und in der Vorbereitung hatten wir immer wieder dieses Bild, dass sich uns Dinge in den Weg stellen, wenn wir diesem Auftrag gemäß leben möchten. Jesus sendet uns, jeden Einzelnen von uns, aber da gibt es Dinge, die sich in den Weg stellen, die uns davon abhalten zu leben, so wie Jesus uns beauftragt hat. Das sollen diese Dinge hier darstellen. Und ich hatte im Gebet für heute Morgen immer wieder das Bild, wie der Heilige Geist kommt und uns befreit von Schutt und von Blockaden, die uns behindern, in dem zu leben, was der Herr eigentlich für uns vorbereitet hat. In Psalm 18, Vers 20 heißt es, und er, also Gott, führte uns heraus ins Weite. Er befreite uns, weil er Gefallen an uns hatte. Und ich glaube, dass das Herz und die Sehnsucht Gottes ist auch für uns heute Morgen, dass wir in Freiheit kommen in dem ganzen Thema Evangelisation und Berufung leben, unserem Auftrag entsprechend zu leben, weil da ist so viel mehr für uns, da ist so viel Leben, da ist so viel Leichtigkeit, so viel Freude und so viel Freiheit. Und das will ich wirklich glauben, dass während wir heute Morgen zusammen sind, dass der Heilige Geist währenddessen uns von Dingen befreit, die uns klein halten, die uns zurückhalten, die uns einsperren, in dem vollen Ding zu leben, das er für uns vorbereitet hat. Das ist für uns wichtig, uns ist für die anderen wichtig. Und da möchte ich noch mal kurz beten. Herr, ich danke dir für diesen Morgen und ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist, egal ob im Livestream oder vor Ort. Danke, dass du uns kennst und dass wir uns vor dir nicht verstecken brauchen. Und so wie wir sind, Herr, laden wir dich ein, heißen dich willkommen, Heiliger Geist, dass du Dinge in uns anrührst, die du anrühren möchtest. Schenk uns Ohren, die hören und Augen, die sehen. Danke, Herr, dass du hier bist und dass du so lebendig bist. Du bist das Brot des Lebens und von diesem Brot des Lebens dürfen wir auch heute Morgen essen. Und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du lebendig am Wirken bist, während wir uns um deinen Namen herum versammeln, Herr. Amen. In 2. Korinther 5, 18 bis 21 heißt es, das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus, das heißt an seiner Stelle in seinem Dienst, als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Eine ganz klare Stelle, die unsere Berufung, unsere Bestimmung beschreibt. Wir sind Gesandte an Christi Statt. Lukas 10 unterstreicht das noch. Das ist überschrieben mit Arbeiter für Gottes Ernte. Danach wählte Jesus 72 weitere Jünger aus und schickte sie immer zu zweit in die Städte und Dörfer, die er später selbst aufsuchen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Geht nun und denkt daran, ich schicke euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe.
heilt die Kranken und sagt allen Menschen dort, jetzt beginnt Gottes Reich bei euch. Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch ablehnt, der lehnt mich ab. Aber wer mich ablehnt, der lehnt damit Gott selbst ab, der mich gesandt hat. Das ist eine sehr spannende Stelle, da werde ich nachher noch mal drauf eingehen. Aber jetzt zum Anfang mal zwei Punkte. Zum ersten sagt Jesus hier, wir sollen das zu unserem Anliegen machen. Die Ernte ist reif, aber Erntearbeiter sind wenige. Deshalb bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in die Ernte schicke. Wir sollen das zu unserem Anliegen machen, auf unser Herz nehmen. Und das Zweite ist, was ich super interessant finde, er sagt, betet für Arbeiter, die in die Ernte geschickt werden. Und dann direkt danach schickt er seine Jünger los. Was ist, wenn du und ich die Arbeiter sind? Wenn du und ich die Gesandten sind? Nicht der Missionar oder der neben mir, sondern ich und du. Was, wenn wir die Erntearbeiter sind, die ausgesandt werden? Ich möchte heute Morgen mit uns auf drei Punkte schauen. Da gibt es noch ganz viele mehr, aber drei Punkte, die mir in der Vorbereitung wichtig geworden sind, die so ein bisschen verhindern können, dass wir unserem Auftrag entsprechend als Gesandte an Christi Stadt unser Leben führen können. Und ich beginne mit dem ersten Punkt. Dem Verständnis von Gemeinde, unserem Verständnis von Gemeinde. Das ist schräg, aber ich glaube, ihr könnt es lesen. Ich möchte euch gerne eine Grafik zeigen, die der Hans-Peter Pache in seinem Seminar gemacht hat zum Thema missionale Gemeinde. Also stammt nicht von mir, Copyright Hans-Peter Pache, aber da ist, glaube ich, ein Schlüssel mit drin, was mit unserem Verständnis von Gemeinde entscheidend zu tun hat und damit, dass wir unseren Auftrag ausführen können. So, also eigentlich war es so gemeint, ihr seht auf der ersten Seite Trinität, also der dreieinige Gott sendet uns, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, Gott, der Vater, der uns annimmt, der uns liebt, bedingungslos und in sein Vaterhaus willkommen heißt. Dann Jesus, der Sohn Gottes, der auf diese Welt kam, um uns freizusetzen, um uns zu retten, um uns mit sich, mit uns selbst und mit anderen zu versöhnen. Und der Heilige Geist, durch dessen Kraft wir Gesandte an Christi Stadt überhaupt erst sein können. Er rüstet uns aus. Und dieser dreieine Gott, der beauftragt uns, Missiologie ist die Lehre der Mission. Also da hat es mit Beauftragung zu tun, mit dem, dass wir das leben, wozu der Herr uns beauftragt hat. Und aus diesem Auftrag heraus folgt die Ekklesiologie, also die Lehre der Gemeinde. Gott sammelt uns in der Gemeinde zur Ausrüstung für das Werk des Dienstes. So ist es neutestamentlich gedacht. Was wir ganz oft damit gemacht haben und was unser vertrautes Gemeindeverständnis ist, sehen wir auf der nächsten Folie. Und zwar ganz oft reduzieren wir es auf Christologie, also da ist halt Jesus. Der sammelt uns in der Gemeinde zur persönlichen Auferbauung. Also wir sind hier zusammen in der Gemeinde und es ist schön und wir haben tolle Gemeindeprogramme. Und dann sendet er die Begabten von uns, die dies können, die Mutigen, die Besonderen, die sendet er dann zu den Verlorenen. Versteht ihr, was hier passiert? Ich glaube, dass Gott unser liebevoll unser Verständnis von Gemeinde wieder zurechtrücken möchte, dass eine Rückbesinnung auf die Kernberufung der Gemeinde stattfindet, nämlich dass Gemeinde nicht für sich selber ist, die hier schöne, nette Programme macht und dann gehen vielleicht ein paar von uns, gehen dann zu den Verlorenen oder werden von Gott gebraucht, sondern genau andersrum. Der Herr sendet uns und weil wir alle einen Auftrag haben, ist es wichtig, dass wir zusammenkommen, um von ihm ausgerüstet zu werden und uns gegenseitig zu ermutigen. Gemeinde ist Gottes Gesandte in die Welt, die den Auftrag hat, seine Mission zu verwirklichen.
Nicht wir machen Evangelisation, sondern wir sind die Botschaft. Auch nicht evangelistische Programme, sondern ein evangelistischer Alltag. Ich habe das geliebt, letzte auf einer Konferenz hat ein Pastor davon erzählt, dass Leute zu seiner Gemeinde kamen und die gefragt haben, hey, wir haben davon gehört, dass im Einkaufszentrum so viele Leute Jesus kennenlernen, können wir bei dem Evangelisationseinsatz ins Einkaufszentrum mitmachen? Und er hat dann gesagt, es gibt gar keinen Einsatz in einem Einkaufszentrum, wir haben einfach nur Gemeindemitglieder, die einkaufen gehen. Ich glaube, dass es das ist, nicht evangelistische Programme, sondern ein evangelistischer Alltag. Und auch nicht einzelne Evangelisten, sondern alle sind beteiligt. Alle, ausnahmslos alle, genauso wie du bist. Weil du wirst Leute erreichen, die ich nicht erreiche. Und ich werde Leute erreichen, die du nicht erreichst. Deshalb braucht es ja diese Vielfalt. Es geht nur zusammen. Ich glaube, dass uns das manchmal im Weg steht, dass wir ein verdrehtes Verständnis davon haben, was Gemeinde eigentlich ist und dass wir uns rückbesinnen dürfen auf die Kernberufung von Gemeinde, wozu Gemeinde da ist. Wir haben einen Auftrag. Dann der zweite Punkt, den lesen wir in Lukas 14, 15 bis 24. Das würde ich gern mit euch lesen. Als einer von den Gästen das hörte, rief er Jesus zu: Was für ein Glück muss das sein, wenn man beim Festmahl in Gottes Reich dabei ist. Jesus antwortete ihm mit einem Gleichnis. Ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Als alles fertig war, schickte er seinen Diener zu den Eingeladenen und ließ ihnen sagen: Kommt, alles ist vorbereitet. Aber jeder hatte auf einmal Ausreden. Einer sagte, ich habe ein Grundstück gekauft, das muss ich unbedingt besichtigen. Bitte entschuldige mich. Ein anderer, es geht leider nicht. Ich habe mir 5 Gespanne Ochsen angeschafft. Die muss ich mir jetzt genauer ansehen. Ein dritter entschuldigte sich, ich habe gerade erst geheiratet und kann deshalb nicht kommen. Der Diener kehrte zurück und berichtete alles seinem Herrn. Der wurde sehr zornig. Geh gleich auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Bettler, Verkrüppelten, Blinden und Gelähmten herein. Der Diener kam zurück und berichtete: Herr, ich habe getan, was du mir aufgetragen hast, aber noch immer sind Plätze frei. Geh auf die Landstraßen, befahl der Herr, und wer auch immer dir über den Weg läuft, den bring her. Alle sind eingeladen, mein Haus soll voll werden. Aber von denen, die ich zuerst eingeladen habe, wird keiner auch nur einen einzigen Bissen bekommen. Hier macht Gott sein Herz ganz klar. Alle sind eingeladen, mein Haus soll voll werden. Das ist Gottes Wunsch. Wenn wir uns fragen, Evangelisation, ja, nein, wenn ich das lese, natürlich. Gott möchte, dass sein Haus voll wird. Alle sind eingeladen. Und ich weiß, dass die Stelle eigentlich in einem anderen Kontext steht. Und dennoch glaube ich, dass sie für dieses Thema hier ganz, ganz wichtig ist. Weil wir sehen hier einen Haufen Leute, die eingeladen sind, aber die alle zu beschäftigt waren. Es heißt, sie alle hatten Ausreden. Und ich glaube, nächster Punkt für uns, auch in dem Bereich Evangelisation, Beauftragung, ist der Punkt der Prioritäten. Und es soll jetzt keinen Druck auslösen, sondern eine Einladung sein, dass der Herr vielleicht unsere Prioritäten wieder neu ordnen und sortieren darf. Das geht so schnell, dass wir uns unser Leben schön bauen und dass irgendwie unser Hauptanliegen sind dann doch wir selber und dass wir uns ein schönes Leben machen. Der nächste Urlaub, das Haus, das Auto, der Erfolg bei der Arbeit, die Beförderung. Aber Gott lädt uns ein, ihn und sein Reich zur obersten Priorität zu machen. Das ist wieder Priorität für uns, wird unserem Auftrag entsprechend zu leben, weil da Leute verloren gehen. Und weil wir einen Gott haben, der sich danach sehnt, dass Leute ihn kennenlernen und für immer verändert werden. Wir haben es doch selber erleben dürfen. Das ist so ein Geschenk.
Wir sind dazu beauftragt, dieses Geschenk zu teilen. Entschuldigungen können auch Sätze sein wie, ich kann das nicht, das ist nichts für mich oder ich bin da noch nicht. Andere können das besser. Auch das können wie Ausreden sein, weshalb wir uns zurückhalten vor dieser Berufung und generell von dem ganzen Thema Evangelisation, weil es uns Mühe macht. Ich finde, ein Vers in der Bibel habe ich rausgesucht, den ich echt herausfordernd finde. Und weil wir nicht nur die einfachen, schönen Verse lesen wollen, lesen wir den mal zusammen. 1. Korinther 6, Vers 19. Da sagt Paulus, mein Ruhm besteht ja nicht darin, dass ich das Evangelium verkünde. Das ist schließlich eine Verpflichtung, der ich nicht ausweichen kann. Wehe mir, wenn ich sie nicht erfülle. Ups. Es kann ganz schön Druck in uns hervorrufen. Und ich glaube, vielen von uns geht so, wenn wir uns mit dem Thema Evangelisation beschäftigen, dass wir unter Druck kommen. Aber ich darf euch daran erinnern, dass unser Motor nicht Druck ist und dass Gott auch nicht mit Druck arbeitet, sondern mit Liebe. Liebe ist unser Motor und es ist der Heilige Geist. Aber wir haben einen klaren Auftrag. Und das schreibt Paulus hier auch ganz klar. Problem ist, dass wenn wir unter Druck kommen, dass Druck sehr schnell zu Gleichgültigkeit führen kann, weil ich dann Abstand nehme. Ist mir alles so blöd. Hör auf, mir immer ein schlechtes Gewissen zu geben, weil ich dann das Gefühl habe, ich mache zu wenig. Und dann gehen wir einen Schritt zurück und dann werden wir gleichgültig. Und wenn wir ehrlich sind, dann denken wir, es ist mir eigentlich relativ egal, ob mein Nachbar Jesus kennenlernt oder nicht. Es ist mir relativ egal, ob da ein Haufen Leute sind, die ihn kennen oder nicht. Und das ist die Gefahr. Aber Gott arbeitet nicht mit Druck. Aber wir dürfen unsere Herzen aufmachen, weil wir eingeladen sind, sagen, hey, ich will dein Herz darin besser kennenlernen. Wenn wir in andere Länder gucken, dann sehen wir Geschwister, die sagen, dafür lohnt es sich zu leben und zu sterben. Leben wir so, dass es sich lohnt, dafür zu leben und zu sterben. Das ist unser Auftrag, das ist die Kernberufung von Gemeinde. Lasst uns Epheser 2, Vers 10 gemeinsam lesen und ich lade euch ein, dass wir es gemeinsam laut lesen, weil dieser Vers macht richtig klar, der Motor ist der Heilige Geist. Epheser 2, Vers 10. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Was für ein schöner Vers. Du und ich, wir sind geschaffen für gute Werke. Wir sind geschaffen dafür, zu tun, was gut und richtig ist. Und alles, was wir tun müssen, ist, dem Heiligen Geist zu folgen. Ich suche mir keine Werke und Wege aus. Es ist der Heilige Geist, der sie vorbereitet hat und an uns ist es, einfach mit dem Heiligen Geist mitzugehen und die vorbereiteten Werke auszuführen. Ich glaube, dass in Evangelisation so viel Freude, so viel Leichtigkeit, so viel Freiheit ist, was wirklich Spaß macht. Aber es braucht unser Ja, unsere Bereitschaft zu sagen, Herr, hier bin ich mit meinem ganzen Murks. Weil wenn wir darauf warten, bis wir uns danach fühlen, dass wir jetzt stark genug sind oder unser Leben so weit im Griff haben, bis wir seine Botschafter sein können, dann das passiert nie. Es ist immer irgendwas. Ich werde immer schwach sein. Ich werde immer Baustellen und Kämpfe haben. Immer. Der Moment kommt nicht. Deshalb lasst uns jetzt und hier anfangen und dementsprechend zu leben, was der Herr für uns vorbereitet hat. Und das macht so viel Spaß. Und das ist so, so schön. Ich weiß nicht, wer von euch das auch schon erlebt hat, wie das ist, wenn Leute ihr Leben Jesus geben. Wenn du erleben darfst, wie Gott kommt und Menschen umgestaltet. Wie aus gebrochenen Menschen heile werden. Aus Gefangenen befreite. Aus Verlorenen gefundene. Es gibt nichts Schöneres.
Es gibt nichts Schöneres, als Gott bei der Arbeit zuschauen zu dürfen. Und es ist nicht für ein paar wenige von uns vorbehalten, sondern für jeden von uns. So, jetzt aber der dritte Punkt. Ich habe ihn überschrieben mit dem Begriff Menschenfurcht. Der Hannes hat es in seinem Video auch schon benannt. Und ich habe ganz absichtlich hier so ein bisschen anders aussehenden Baustein gewählt, weil ich glaube, dass dieser Punkt ein ganz tückischer ist und ein ganz schwieriger für uns. Ich lese mit uns zwei Verse aus der Bibel, einmal aus Sprüche 29, 25 bis 26. Wer das Urteil der Menschen fürchtet, gerät in ihre Abhängigkeit. Wer dem Herrn vertraut, ist gelassen und sicher. Viele suchen die Gunst eines Herrschers, doch der Herr allein verschafft jedem Recht. Wer das Urteil der Menschen fürchtet, gerät in ihre Abhängigkeit. Und Galater 1, Vers 10 sagt selbst, bin ich, wenn ich so rede, auf die Zustimmung der Menschen aus oder auf die Zustimmung Gottes? Geht es mir wirklich darum, Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, wäre ich nicht ein Diener Christi. Da ist Paulus auch ganz klar. Und wir alle haben die Sehnsucht in uns, dass wir gemocht und anerkannt und geliebt werden. Das ist eine ganz normale menschliche Sehnsucht auch. Aber wenn mich die antreibt, dann werden wir nie im Bereich Evangelisation durchbrechen und unserem Auftrag gemäß leben. Ich erinnere uns daran, dass wir am Anfang in Lukas 10 gelesen haben, dass Jesus uns sendet, nicht wie Schafe unter Schafe, sondern wie Schafe unter Wölfe. Wir werden erleben, dass Menschen uns ganz schmerzhaft ablehnen, dass sie uns ausgrenzen, dass sie uns verspotten, dass sie sich über uns lustig machen. Das ist die Realität und ich will es euch gar nicht schöner verkaufen. Wir werden nicht immer gefeiert werden, wenn wir das Evangelium verkündigen. Wir machen es trotzdem. Ich hatte ein Erlebnis mal, da war ich auf einem Straßenevangelisationseinsatz. Vielleicht ist es euch auch schon mal so gegangen. Aber dieser Tag war einfach nur furchtbar, weil dann am Ende des Tages sind wir wieder alle zusammengekommen und die anderen Teilnehmer sind alle zurückgekommen, jubelnd. Ja, wir haben das erlebt und das erlebt und das erlebt. Und ich stand da und dachte, boah, ich habe 8 Stunden lang nur Ablehnung erlebt, nur Ablehnung. Und es hat richtig wehgetan. Ich wurde einfach stehen gelassen, beschimpft, dumm angeguckt. Ich fand es richtig furchtbar. Und dann kommen deine Freunde zu dir, deine Mitstreiter, und die erzählen alle von den Durchbrüchen und juhu, wie alles toll war. Und ich weiß noch, ich habe mich dann auf eine Steintreppe gehockt, geheult und gesagt, ich mache das nie wieder, Herr. Du hast jetzt gesehen, ich kann das einfach nicht. Ich will auch erzählen von den Bekehrungen und von den Heilungen. Ich habe gar nichts erlebt. Aber ich kann mich erinnern, in dem Moment, wie ich innerlich richtig eine Mauer aufgebaut habe gegen das Thema, weil mir das so wehgetan hat, weil ich mich so beschämt gefühlt habe, dass ich jetzt gar nichts zu erzählen habe und dass ich so versagt, für mich so versagt hatte. Und dann hat Gott ganz klar zu mir gesprochen, sehr, sehr deutlich. Ich hatte das Gefühl, dass er mich wie so liebevoll in den Arm nimmt und einfach sagt, ich bin stolz auf dich. Und dann zieh jetzt dein Herz nicht zurück. Erinnere dich daran, dass ich noch viel schlimmer abgelehnt und verspottet wurde. Wir haben in Lukas 10 gelesen, wer dich ablehnt, der lehnt eigentlich mich ab. Wisst ihr, und das hilft mir. Das hilft mir sehr. Das ist für mich ein riesen schmerzhafter Punkt. Ich bin Mobbingkind, da ist man sowieso, was das Thema Ablehnung betrifft, ein bisschen vorbeschadet, dass es irgendwie noch mehr wehtut als ohnehin schon. Aber immer dann, wenn ich Angst habe vor Ablehnung und immer dann, wenn ich das Gefühl habe, ich will nur noch wegrennen, dann erinnere ich mich daran, was mein Christus alles durchgemacht hat. Wie stark wurde er abgelehnt, bespuckt,
verspottet, geschlagen, ans Kreuz genagelt, alleine gelassen. Wir können uns dann nicht zurücknehmen. Jesus ist uns vorgegangen und wir gehen nach. Und es tut weh, Ablehnung tut weh. Und wir alle werden schlechte Erfahrungen machen. Aber ich möchte euch einladen, lasst uns trotzdem machen. Weil ich glaube, dass wir Gott und die Menschen mehr lieben müssen, als unseren Wunsch, gemocht und anerkannt zu werden. Ich glaube, dass wir Gott und die Menschen mehr lieben müssen, als unseren Wunsch, gemocht und anerkannt zu werden. Und den gebe ich immer wieder hin. Den gebe ich hin, auch wenn es mir weh tut. Auch wenn man mich verspottet. Und manche von uns erleben das aus der eigenen Familie oder von Freundschaften, weil dann Ausgrenzung da ist. Wenn Arbeitskollegen nichts mit dir zu tun haben wollen, weil sie dich komisch finden. Wenn du Leute ansprichst, deinen ganzen Mut zusammennimmst und nur zurückgewiesen wirst, es tut weh. Aber lasst uns trotzdem machen. Weil wenn wir die Liebe und die Annahme Gottes erleben, dann merken wir, wie das irgendwie auch genug ist. Und ich habe so viele schlechte Erfahrungen gemacht, von Ablehnung und Zurückweisung jetzt schon, aber ich habe jedes Mal gedacht, verrückt, Herr, ich kann das ja aushalten. Das ist ja gar nicht so schlimm, weil ich laufe damit zu dir und ich gebe es dir ab und du hältst mich. Das ist gar nicht so schlimm. Aber ich glaube, dass wenn wir unserer Botschaft, unserer Beauftragung entsprechend leben wollen, werden wir das erleben. Und ich glaube auch, dass eine Wahrheit ist, das habe ich mal beinahe, ich habe da so ein Evangelisationstraining mitgemacht und da hat er gesagt, Menschenfurcht ist die einzige Furcht, von der wir nicht befreit werden, also wir beten und dann werden wir frei und dann kann ich endlich loslegen, sondern das ist eine Furcht, da werde ich durch sie hindurch frei. Also es war auf Englisch, da klingt es irgendwie schöner, aber ich glaube, ihr versteht den Kern davon. Ich kann nicht darauf warten, bis ich keine Angst mehr habe vor Ablehnung oder Menschenfurcht. Ich muss trotzdem los und dann, während wir uns trotzdem aufmachen, auch wenn mir die Knie schlottern und ich echt Schiss habe, dass wenn wir es trotzdem machen, dass dann Freiheit passiert, weil es Jesus wert ist und weil es die Menschen wert sind. Und wir wissen, 1. Johannes 4, Vers 18, nicht Mut treibt die Furcht aus, sondern was? Die Liebe. Wenn wir Gott und die Menschen lieben, dann gerät es in den Hintergrund, dann werden wir frei von Furcht. Wir müssen dafür gar nicht mutig sein, aber lieben, das sollen wir. Da ist Liebe bleibt. Amen, so ist es, genau, in der Liebe bleiben, so ist es. Ich möchte euch gern einladen heute Morgen, wir werden jetzt dann gleich Lobpreis haben und während der Lobpreiszeit werden Gebetsteams bereitstehen. Wir schließen diese Reihe hier ab und ich möchte euch wirklich ermutigen, euch segnen zu lassen. Vielleicht, weil ihr merkt, da ist was in mir, das mich zurückhält. Oder vielleicht auch, um sich segnen zu lassen mit neuer Liebe oder Mut oder Freiheit, Leichtigkeit, Freude, was auch immer es ist. Aber wir alle sind gerufen, ausnahmslos alle, ausnahmslos. In Jesaja 60, Vers 1 heißt es, steh auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht strahlend auf über dir. Unser Licht ist gekommen. Johannes 1, Jesus Christus, das Licht der Welt, Mensch geworden, alles für uns erduldet, Licht in der Finsternis. Er ist gekommen und deshalb sollen wir aufstehen. Und ich glaube, das ist auch ein Ruf in Gemeinde rein. Gemeinde, steh auf. Steh auf und komm in die, erinnere dich an die eigentliche Berufung, die du hast. Das ist ein bisschen spitz formuliert, aber nicht, um schöne gemeindeinterne Programme zu machen, damit wir es schön haben.
Gemeinde Jesu hat eine Berufung in die Welt hinein. Ich habe es letzt wieder gelesen. In Europa 3% der Europäer haben eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. 3%. Jeden Tag sterben 28 Leute in Deutschland, weil sie sich das Leben nehmen. Die Gemeinde Jesu darf nicht in ihren Gemeindengebäude bleiben und sich schön machen. Wir haben eine Berufung, wir haben eine Botschaft. Und dafür braucht es uns alle. Und Gemeinde ist dazu da, dass wir uns ausrüsten, gegenseitig ermutigen, zusammenstehen, uns trösten, wenn wir schlechte Erfahrungen machen. Aber bitte, lasst uns aufstehen und Licht werden, weil unser Licht gekommen ist. Das muss die Welt hören. Ich darf das Lobpreisteam nach oben bitten. In Jesaja 6, Vers 8, ganz bekannter Vers. Da hörte ich die Stimme des Herrn, der sagte, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Ich sagte, hier bin ich, sende mich. Und vielleicht kann heute Morgen so ein Moment sein, wo wir neu sagen, hier bin ich, Herr. Ich habe nur 5 Brote und 2 Fische. Und ich habe auch Angst. Aber Herr, hier bin ich. Es braucht unsere Bereitschaft, unsere Verfügbarkeit. Wollen wir gemeinsam auf diesem Weg der Bereitschaft gehen und Gott neu Ja sagen heute? Dazu lade ich uns ein. Wenn ihr möchtet, steht doch gern mit mir auf. Ich möchte mit uns beten. Jesus, danke, dass du uns für würdig erachtest, dass du uns diesen Auftrag gibst. Und Herr, hier sind wir heute Morgen so schwach, so fehlerhaft, so gebeutelt, so unsicher, wie wir sind. Herr, wir kommen, wie wir sind und wir bitten dich, dass du kommst. Heiliger Geist, komm und befähige uns. Räume aus, was im Weg steht und schenk uns neuen Feuer und eine Leidenschaft für dich und dein Reich. Dass das wieder neue Priorität wird für uns. Ich liebe Lobpreis, weil ich da manchmal das Gefühl habe, dass wie in mir alles an die richtige Stelle kommt. Sachen, die vorher wichtig waren, sind auf einmal nicht mehr wichtig. Aber Sachen, die ich verloren hatte, die werden wieder wichtig. Heiliger Geist, komm und setz, bring in Ordnung in uns, was vielleicht verdreht ist. Und setz alles wieder an die richtige Stelle. Danke, dass du hier bist. Ich lese euch zum Schluss noch ein Zitat. Und nun geht hin, geliebte Brüder und Schwestern, brennend von dem ihr wisst, dass ihr es tun sollt. Liebt, schweigt nicht still. Haltet nicht zurück, bis die Gerechtigkeit aufstrahlt wie die Morgensonne oder wie Fackelschein in der Nacht. Bis alle Völker erfahren, wie der Herr für euch alles zum Guten wendet. Alle Könige werden eure Pracht sehen und man wird euch den sichtbaren Ausdruck der Liebe Gottes in der Welt nennen. Ladet alle Menschen zu Gottes Fest seiner unbändigen Liebe ein. Tut das, was der Meister euch befohlen hat. Lauf schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Menschen her. Geht aus Liebe, geht mit Liebe. Geht wegen Liebe. Wie sonst sollen sie unseren guten Gott kennenlernen?